Warum hast du jetzt die Waffe nicht mehr angelegt? Warte mal. Kampfkontrolle. Boxhandschuhe. Ach stimmt, er hat Boxhandschuhe. So. Okay. Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Hat er selbst entschieden. Na gut. Wieder warten, bis wir geheilt sind. Ja, aber Zeit. Ist hier nur so ein Dorf, das am Verhungern ist, aber sonst läuft. Ne? Da würde ich halt gerne eigentlich mal in die Höhle da hinter mir auch nochmal reingehen und zu gucken, ob da auch nochmal Erfahrungspunkte sind. Verstehst? Wenn die alle mal geheilt werden. Stunden später. Tage später. Okay. Einmal ganz kurz nachladen. Einmal ganz kurz speichern. Einmal nochmal generell gucken, wie viel Gewehrpatronen habe ich denn jetzt noch? Ach, noch genügend, okay. Skorpione und große Skorpione, ja. Könnte man vielleicht schaffen. Auch nur vielleicht. Sehr gut. Ich habe extra gewartet, dass die halt auf uns zukommen. Oh. Okay. 19 Trefferpunkte halten die nur aus. Ja gut, dann brauche ich auch kein Dauerfeuer. Zumindest nicht mit dem Gewehr. Oh. 73 Trefferpunkte, das ist ein bisschen heftig. Okay. Nochmal 110 Erfahrungspunkte. Und die haben natürlich halt auch theoretisch Skorpionstachel dabei, aber ob ich die jetzt haben will, ist so eine andere Geschichte. Aber das geht relativ locker flockig von der Hand hier. Mit den Skorpionen. Die werden mich wahrscheinlich gleich noch vergiften, bei meinem Glück. Aber mal gucken. Den treffe ich. Habe ich, glaube ich, auch getötet. Jo. Ja, die halten wirklich nicht viel aus. Gut, waren ja auch Anfangsgegner, ne? Ist auch niedere Skorpione alles, okay. Also keine höheren Skorpione. Da muss ich mich nicht wissen, wundern. Ja, übertreib gleich mit 159 Schaden, die du sonst nie machst. Okay. Das waren nochmal 400 Erfahrungspunkte, alles läuft. Ist halt, ne? Kleinvieh macht auch Mist und so. Hättest du den Streit suchen sollen, du Vollidiot. Ja. Der Skorpion hat Streit gesucht. Ich hab's immer gesagt. Was war denn das für ein Schuss ins Leere? Mach keinen Scheiß da oben. Ich sag's ja nur. So.
Gut, da hinten gehen wir gleich hin. Erstmal den Rest hier umnatzen. Da oben sind halt auch noch welche. Müssen alle weg. So. Siehst du, es waren schon wieder 740 Erfahrungspunkte und ich habe sogar ein Level Up. Erstmal nehmen wir noch die anderen Skorpione hier auseinander. Wenn ich treffen würde. Ja, nicht mich treffen, Sulik. Really? Lade nach. Geh zur Seite. So. Der wird uns noch alle umbringen. Jetzt plötzlich, wo er Schaden macht, weißt du? Geht doch. Also, die sollten jetzt hier alle Skorpionenschwänze dabei haben. Ja. Aber das wird mein Inventar so schnell wieder zumüllen, das ist der Hammer. Okay, wir können wieder was Tolles machen. Einen Bonus wählen. Och du Kacke. Ich könnte 50 zusätzliche Pfund tragen. Mr. Fixit. Für diesen Bonus erhältst du einmal die 10% auf Fähigkeiten reparieren und so. Ach du Kacke. Ausdauer verbessern. Ein Punkt mehr Ausdauer. Action Boy. Jeder Action Boy Level, auf Wunsch auch Girl, gibt dir bei Kampfhandlungen einen zusätzlichen AP. Diese APs kannst du bei jeder beliebigen Aufgabe einsetzen. Das ist quasi ein weiterer Actionpunkt, ne? Aktionspunkt. Guck mal ganz kurz, warte mal. Speichern unter Boom. Dr. Boom. So. Action Boy. Das wäre wirklich sehr hilfreich. So, und hier gehen wir weiter in Energiewaffen. Machen wir auch 101%, so. Und dann gehen wir in eigentlich wäre ein Nahkampf auch nicht so verkehrt, ne? Werfen mit mir Wumper Arzt und Erste Hilfe lerne ich so nebenbei. Naturbursche kriege ich immer wieder so. Reden wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber Charisma bräuchte ich da sowieso ein bisschen mehr, also nö. Ich gehe mal Richtung Nahkampfwaffen. Dann kann ich vielleicht auch jemanden im Nahkampf mal so langsam bezwingen. Das wäre super. Okay. Gucken wir uns mal an, ob ich jetzt hier einen Aktionspunkt mehr habe. Oh, da hinten tummelt es sich aber auch, du meine Güte. Hey, doch, ey. Jo, ich habe einen Aktionspunkt tatsächlich mehr. Habe ich es doch richtig verstanden. Das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Das hilft mir wirklich ungemein an vielen Stellen. Auch wenn ich jetzt hier nur eine ganz einfache Schüsse habe, ne, die ich halt mehr einsetzen kann. Aber hey, das ist schon viel wert. Wirklich so viel wert. Oder auch Zeit. So. Zack.
Zack. So, haben wir es, ne? Ja, nochmal 180 Erfahrungspunkte. Da haben wir jetzt hier soweit alle Skorpione, dann können wir unten, die am Höhlenausgang sind, hier auch nochmal erledigen. Wo ist ein Cassidy? Ach, da hinten läuft er irgendwo. Das soll er mal machen, ne? Soll er sich nur nicht verlaufen. Oder wieder in der Wand einbacken. Hey, Tag, ey. So, das war Nummer Uno. Das war daneben zurück. Genau. Ich habe verfehlt. Oh nein. Er ist Zulik mit seiner Waffe, du. Der, mit dem ist nicht zu spaßen hier. Sehr schön. Nochmal 500 Erfahrungspunkte. Läuft. So, und wir sind wieder draußen. Wir können weitergehen. Aber ich speichere vorher nochmal ab. Ruhig da runter. Ich bin mir jetzt sicher, dass ich diesen Perk auf jeden Fall haben möchte. Deswegen machen wir mal, ne? So. Achso. Was hat er hier angehalten? Mitten in der Walachei. Ja, warum nicht? Gerade so kann ich jetzt die Höhle dann nochmal besuchen, aber da war, nö. Bunkerstadt, da wollen wir hin. Bunkerstadt ist eine schöne Stadt. Also, nein, eigentlich nicht, aber hey. Was willst du machen? Guten Tag, die Herren von und zu. Ich habe gehört, sie wollen ein paar aufs Maul. Schade, ich habe nur einen getroffen. Ist er dein? Ich hab schon wieder nur eingetroffen. Und sie hat die Munitionsausgabe hier gar nicht. Haha. Armes Futsch. Und du auch. Ja, nicht mich. Verdammte Mistkerl, sagte er. Berühmte letzte Worte. So, was habt ihr denn Schönes dabei? Zeug. Zeug. Und Zeug. Nee, ich kann nicht mehr tragen, willst du mich verarschen? Verarschen? Nur mal so grob gefragt, was wäre denn besser, ein Messer oder ein Speer? Ein Speer wäre besser. Okay, für die Zukunft. So, dann... Weiß Bescheid, dann kriegst du hier mal tauschen. Tauschen. Speer und Messer erstmal rüber. Meinetwegen das auch. Und die hier, zack. Habe wieder ein bisschen Platz. So, und dann sind wir dann auch gleich im Bunkerstadt und könnte ich dann vielleicht auch bei irgendwem irgendwas kaufen. Verkaufen. Tauschen. Whatever. Irgendwie sowas halt. So. Zack, alles meins. Kann ich hier vielleicht nochmal Munition rausnehmen? Achso. Habe ich anscheinend. Da Munition rausnehmen. Läuft. Was ist denn das eigentlich? Das ist.
Das Gewehr Core Close Assault Weapon System ist im Nahkampf eine nützliche Waffe durch das ja, komm. Nerv mich nicht mit solchen Einzelheiten. Ist es besser als unser Gewehr? Das ist halt so eine Sache. Wir haben Kampfgewehr 15 bis 25. Das ist dasselbe in grün. Es hat aber mehr Reichweite. Oder? Kurz anfangen. Wir sind gleichzeitig genügend Lauflänge für die Hochgeschwindigkeitssport. Ist, ja, okay. Gut, da passt halt mehr Munition rein, aber das ist mir relativ schnuppe. Zumindest bei den zwei Schuss. Also eigentlich, wenn ich das hier jetzt richtig sehe, ist das hier besser, weil es höhere Reichweite hat, ne? Ich glaube. Muss man mal ausprobieren.